Unterwegs im Revier mit den beiden Ordnungshütern Klaus und Joachim. Eine unangekündigte Lebensmittelkontrolle steht an. Akkurat. Der lustige Fischmann. Einen wunderschönen guten Tag. Hallihallo, schönen guten Tag. Ist mal wieder da. Ich grüße Sie. Hallo. Tag. Hallo. Sehr schön. Ach, wissen Sie, ich komme so gerne zu Ihnen in den Laden, weil alles schon auf den ersten Blick alles so wunderbar tipptopp ist. Ne? Vor allen Dingen, es riecht nicht nach Fisch. Genau, eben. Das macht einen guten Fischladen aus. Es riecht nicht nach, also nicht unangenehm nach Fisch. Ne? Nicht wie diese Sushi-Bude, die wir da gestern dicht gemacht haben. Stichprobenartige Kontrollen müssen sein und schützen jeden Verbraucher. Betriebe, die leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch verarbeiten, bekommen besonders häufig unangemeldeten Besuch vom Ordnungsamt. Klaus und Joachim überwachen vor Ort, ob die Rechtsvorschriften eingehalten werden. Der Chef ist auch da. Guten Tag. Gottle. Wir gucken mal wieder hier. Das Eis sieht wunderbar aus, die Fische sehen wunderbar aus. Sagen Sie mal, warum haben alle Stufen der Lebensmittelproduktion werden kontrolliert. Diese rechtlichen Maßnahmen und Hygienevorschriften sollen die Konsumenten vorbeugend vor gesundheitlichen Gefahren und Schäden schützen. Zum Schluss legt Klaus fest, welche Lebensmittelprobe heute entnommen werden soll. Ich nehme jetzt noch ein Fischbrötchen, weil wir müssen ja auch immer einmal den Geschmackstest machen. Geben Sie mir mal so einen Rollmops oder was Sie da im Schaufenster, irgendwas. Ja? Wunderbar. Rollmops. Was ist das denn da in Aspik? Gibt es sowas auch? Aalen-Gelee. Das ist die teuerste Vorspeise, die es überhaupt gibt. Ja, also wer da mit Cholesterinfetten und so zu tun hat, der soll das meiden. Aber ich könnte mich, glaube ich, auch mit den... Klaus? Klaus? Währenddessen beim Ordnungsamt. Die Lebensmittelkontrolle hat einen kritischen Punkt erreicht. Mein Lieber, geht's wieder? Pressen, pressen. Was? Verarscht. Spaß. War alles nur Spaß. Das ist jetzt nicht dein Ernst, doch, ne? Notfallübung. Ach, und? Doch. Sie hat doch genau das Richtige gemacht. Sie, wunderbar. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Weil ein Glas Mineralwasser ist das Einzige, was hilft bei einer Geräte. Die kann mir jetzt ja nicht im Hals rumfuchteln und nach einer Geräte suchen. Das macht das Mineralwasser mit seinem leicht sprudelnden Charakter. Alles wunderbar. Du bist echt eine Nummer. Mann. Steht in den Kontrollvorschriften drin, man muss auch ab und zu mal testen, ob die Leute auf Notfälle vorbereitet sind. Also es gab wie immer nichts zu meckern. Ich würde sagen, vielen Dank. Die Rechnung fürs Fischbrötchen wie immer entweder in eine Tonne oder ans Amt. Ja. Wunderbar. Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte, aber... Nein, da gibt's nicht. Es war alles wunderbar. Der war früher im Schultheater. Also das ist das Schöne an diesem Job, dass man, wenn man so Notfallsituationen übt, dass man dann auf couragierte Bürger trifft, die das dann auch umsetzen können. Also dieser Laden ist jetzt auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ne? Geht's? Ja. Der macht nur Spaß.